Leitern machen mich krank. Naja, aber wenigstens ist jetzt, vielleicht ist das auch der Tweak, wie sie verhindern, dass jemand da hochgeht, dass einfach nicht funktioniert. So, aber wenigstens sind jetzt alle Templer da oben versammelt. Jupp, die scheinen alle schon erwartungsvoll auf mich zu warten. Alle Vorbereitungen sind getroffen, das Tor kann geöffnet werden. In Ordnung, dann öffne du den Schacht. Der Tanz kann beginnen. Lass mich mal vorbei. Die, im Hintergrund sind die Butler schon eingefroren vor Angst. Und eigentlich würde ich da ja gern helfen. Aber es passiert gern mal, dass man bei solchen Handgemenge dann die eigenen verprügelt und dann sind die immer so beleidigt. Das heißt, ich gucke jetzt erstmal zu. Hier Asgard neben mir hat ja auch eher nur seine Armbrust in der Hand. Was ein bisschen nervig ist, man kann nicht gleichzeitig mit einer Fackel in der Hand kämpfen. Nein, vor allem nicht mit dem Bogen. So. Ich weiß nicht so richtig, warum ich die überhaupt mitnehme. Die ziemlich unnötig sind. Oh Scheiße, da kommt einer. Den habe ich nur so an. Na. Wie viele von den Lichtrollen habe ich denn? 2. Wird knapp. Hätte ich doch ein oder andere mehr mitnehmen können. Ravenkraut. Wo sind sie denn? Ravenkraut. Da. 15 Stück. Konzentrieren. Hallo. Das sieht aus wie ein riesen Lautsprecher. Ich würde jetzt sagen, boah, ekelig. Aber so ekelig ist er gar nicht. Kennt man ja aus jedem zweiten Horrorfilm. So Tentakel-Dinger, die in einem Berg drin sind. Der Berg ist ein Lebewesen quasi. Wobei ich nicht so ganz verstehe, wenn man nachher dann die König sich anguckt, die sieht ja auch nicht so groß aus, ne? Mann, geht's endlich drauf. Klappe halten und da bleiben, bitte. So. Ganzen Sekrete kann ich auch nachher auf dem Rückweg noch mitnehmen. Vielleicht aber mal speichern, sonst muss ich die ganzen Viecher hier nochmal umnatzen. Ich habe nur 2 Lichtspruchrollen. Und solange ich die noch habe, muss ich die Gegner, oder sollte ich die Gegner hier dezimieren. Mit Fackel in der Hand kann man leider nicht kämpfen, was eigentlich nicht so viel Sinn ergibt, vor allem wenn man mit einer Einhandwaffe kämpft. Das heißt, man hat eigentlich keinen besonderen Vorteil insgesamt gesehen, wenn man mit einer Nahkampfwaffe kämpft. Ja, da kann man dann nachher rüberspringen.
Und wenn ich dann auf dem Rückweg, wenn dann alle Gegner schon tot sind, dann kann ich ja eigentlich auch mit einer Fackel das ganze Zeug mitnehmen. Hier ein bisschen. Das ist halt ein bisschen Dark Souls Style schon fast. Ein bisschen viele. Bed of Chaos sieht so ähnlich aus. Das sollte sich doch nicht unbedingt treffen lassen von den Minecrawlern. Der hat sich schnell verpisst, dann kann ich auch noch schnell was essen. Ach komm, den Schinken. So, noch einen. Soweit. Oh ja, da kommt er. Perfekt. Ob er wüsste, dass ich jetzt voll geheilt bin. So. Die Königin ist natürlich jetzt ein anderes Kaliber. Der macht man nicht so viel Schaden. Und die macht ziemlich viel Schaden. Also, speichere ich mal. Das Doofe ist nämlich, die kann. Die hat nur Nahkampfattacken. Aber die hauen ganz schön rein. Wenn ich jetzt hier einen Feuerpfeil mal auf sie schmeiße. Mal gucken. Wow, hat sie ja richtig viel getan. Ja, was passiert dann? Man sieht ihren Lebensenergiebalken nicht und sie natzt einen um. Aber wenn das funktioniert. ...2000 Erfahrungspunkte und sie hat mich beim zweiten Mal gar nicht mal eingetroffen. Irgendwie hatte ich das Ganze auch ein bisschen schwieriger in Erinnerung, wenn ich mir ehrlich bin. Oder ich bin einfach nur besser geworden. Was natürlich auch möglich ist. Natürlich bin ich besser geworden. Sie hat noch nicht mal was dabei. Ich weiß auch nicht, ob. Ich glaube, sie hat einfach allgemein nichts, was von Wert ist. Doch mal einen Spielstand anlegen jetzt. Eine Fackel anmachen. Das kann ich eigentlich die ganzen Minecrawler auch. Ausnehmen, die noch da rumliegen. Ich habe das Ganze irgendwie größer in Erinnerung gehabt. Also, dass der Weg jetzt nicht nur so zwei, drei Monster und dann beim Boss und den dann kurz umnatzen, sondern dass das hier irgendwie verwinkelter war. Aber wie gesagt, schon 10 Jahre her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Was ja jetzt auch nicht so ein kleiner Zeitraum ist. Liegen sind jetzt die Leichen verschwunden. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so gut, dass ich die ganzen Sekrete nicht mitnehmen kann. Allerdings ist die Verwendung von Sekret auch eher begrenzt. Ich glaube, man kann Korkalom, sind wir jetzt auf dem Rückweg, kann ich Korkalom die Sekrete verkaufen. Der gibt mir dann Erz dafür. Aber so an sich. Erwache! Ich habe das Nest der Königin gefunden. Du hast Mut und Kampfgeist bewiesen. Solche Leute können wir gebrauchen. Darf ich jetzt Möge Templer werden? Möge der Schläfer dich schützen. Erwache! Ich habe das Nest der Crawler gefunden. Wunderbar. Gehe nun zurück ins Lager und beende deine Mission. Korkalom erwartet dich bestimmt schon. Der Schläfer erwache. Lass mich vorbei. Erwache. Ich habe das Nest der Königin gefunden. Im Namen der gesamten Bruderschaft
danke ich dir dafür. Möge der Schläfer auch weiterhin seine schützende Hand über dich halten. Der Schläfer erwache. Lass mich vorbei. Ich habe irgendwie erwartet, dass sie mich mehr loben. So. Aber die wussten ja anscheinend schon alle, dass ich das schaffe. Also, die haben da keinen. Die haben da gar keine Bedenken gehabt. Ja, muss ich wieder ganz nach oben, ne? Und dann wieder zurück ins Sumpflager. Vielleicht hat Ian noch eine Belohnung für mich. Der ist ja quasi der Aufseher der Mine. Aber auch so habe ich, glaube ich, jeden Gegner jetzt hier auseinandergepflückt. Ging dann doch schneller. Wobei, 27.000, noch 50 Erfahrung, dann habe ich nochmal ein Level Up. Was dann nicht so schlecht ist. Wobei ich immer noch nicht so ganz weiß, was ich mit meinen dann fast 50 Lernpunkten anfangen soll. Ich habe das Nest gefunden. Dann kehrt jetzt hier endlich wieder Ruhe ein. Nichts für ungut. Gute Arbeit, Kleiner. Hier, nimm diese Kiste Bier für deine Mühen. Ich schaue mich mal um. Das ist eine super Bezahlung. Eine Kiste Bier. Damit kann ich doch was anfangen. Eine Kiste Bier. So, aber ich mache jetzt noch mal eine kurze Pause, jetzt nachdem diese aufregende Episode der Mine. Also ich laufe jetzt ganz bis nach oben, dann mache ich kurz eine Pause. Dann gehen wir zurück ins Sumpflager und da müsste ja fast Akt 2 schon vorbei sein. Nee, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Fällt mir da gerade ein, es kommt noch was. Aber nicht mehr so viel. Und dann werde ich vielleicht zum Tempel aufgenommen und dann schon in Akt 3 von 5, was ja bedeutet, dass ich das Spiel schon theoretisch mehr wie die Hälfte durch habe. Wobei die langen Sachen kommen noch. Wobei, wenn man das Ganze ein bisschen zielstrebiger angeht, wie früher, dann kommt man auch schneller voran. So, halt, ich will mit dir reden, nicht wegrennen. Ich habe gehört, bei dir kann ich Dietriche kaufen. Nun, wenn du schlau genug warst, das herauszufinden, dann kannst du welche haben. 10 Erz das Stück. Ich glaube, normal kaufen kosten die 15 Erz pro Stück. Bin ich mir nicht ganz so sicher. So. Jetzt geht's aus der Mine raus. Gerade schon im Fenster gestanden, keine Rückmeldung. Das hat mich jetzt nicht so gefreut. So, aber ich mache jetzt nochmal eine kurze Pause. 5 bis 10 Minuten, dann bin ich wieder da. Bis gleich.
Was soll der Geiz? Machen wir nochmal eine Runde. Jetzt habe ich mir auch für passend für den Abend auch noch ein bisschen Verpflegung dazu geholt. Oh. Ich bemühe mich auch, möglichst leise zu essen. Und auch nicht zu oft und zu viel. So, mal ins Logbuch gucken. Gar nicht so viel zu tun mehr. Also, mein Mikrofon hängt falsch. Habe ich nämlich hier drin gehabt. So, jetzt. Ich wollte gerade aus Reflex auf WASD. So, ja, gar nicht so viel zu tun. Jetzt geht's zurück in die Bruderschaft. Den ein bisschen Saft vorbeibringen. Und dann geht's schon Richtung. Boah. Ich sollte aufhören, immer mit Licht um mich zu schmeißen. Hey, Level up. Hier. Gibt's auch noch eine Keule. Okay. Bleib stehen. Könnt ihr auch mal darüber gehen? Oder alternativ auch mal wieder speichern. Okay, ich hab's draußen gemacht. Mal gucken, wie lange ich jetzt denn eigentlich schon dabei bin schon wieder. Oh, doch schon die ein oder andere Stunde. Mehr wie ich erwartet habe eigentlich. Der Weg in die Bruderschaft ist natürlich immer ein weiter. Ach, ich verhau hier auf dem Weg noch die More Rats. Die müssen da mal weg. Hallo. Wir mitmachen bei unserer Party. Hier gibt es noch irgendwo eine Höhle, habe ich in Erinnerung. Schon gefunden. Aber ich weiß nicht, ob es da drin überhaupt was gibt. Einen der vielen kleinen Dinge in Gothic, die nicht so wirklich einen Sinn haben. Tauchen lohnt sich hier auch nicht. Doch einen esse ich noch. Ein junges Gamer sogar. Wir bringen nur eine Keule und weniger Erfahrung. Haben nicht wirklich gedacht, dass davon noch welche existieren. Ups.
Oder ich mich darüber. Ja, sprinten wäre eine feine Sache jetzt. Kann man sich auch mal zurücklehnen. Noch so ein bisschen entspannen. Ui, das sind aber viele, gell? Aber wenn ich schon mal da bin, kann ich die auch eigentlich mal umnehmen hier. Das wird jetzt hier alles kein großes Problem mehr darstellen. Oh, scheiße. Aber wenn hier alle auf einmal kommen, dann könnte es durchaus noch ein Problem sein. Die already. Der du da nicht. War schon fast etwas zu viel zugemutet mir. Den einen lasse ich leben, damit sie noch ein bisschen Nachwuchs erzeugen können. Und ab geht's in Richtung Akt 3. Mit großen Schritten. Glück gehabt. Nachher muss ich wohl doch echt noch wahrscheinlich 10 Minuten an der Pfanne stehen, um mir die ganzen Keulen hier drauf zu schmeißen. Die Blutfliege haut mir jetzt hier schon zum dritten Mal ab. Lass ich sie fliegen, komm. Leben und leben lassen ist da mein Motto. So, die Lauferei. Jetzt wird es langsam doch schon ganz geschickt. Hätte ich ein paar Sprinttränke. Ich weiß jetzt auch gar nicht so ganz genau, wer die verkauft. Oder verkaufen könnte. Interessant wäre jetzt auch mal zu wissen, wie ich gegen einen Sumpfhai bestehen könnte. Ich vermute noch nicht so ganz gut. Die bringen... Wobei die Minecrawler-Königin gab ja auch 2000 Erfahrungspunkte und war relativ einfach zu besiegen. Entschuldigung. Weiter. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich jetzt schon Templer werden kann. Ich hoffe es. Aber ich möchte jetzt endlich mal an eine Zweihandwaffe. Ich kann auch nochmal beim Schmied reingucken, aber ich glaube, da ändert sich so schnell nichts. Hey, ich habe schon gehört, was in der Mine geschehen ist. Gute Arbeit. Damit hast du dir deine das sieht doch gut aus. Ich will Templer werden, klar. Sprich doch mal mit Kor Angar. Das, da bin ich meinem Ziel doch schon relativ nah. Es ging auch ziemlich schnell heute von gar keiner Zugehörigkeit zur Templer-Zugehörigkeit in 3 einfachen Schritten. Novize werden, Minecrawler-Queen töten, Templer werden. Das sind so die 3 Schritte, die man durchgehen muss. Ja, quasi das Templar 101. Aber jetzt noch die ganzen spaßigen Gegenstände, die ich jetzt hier eingesammelt habe, bei Kor Kalom abliefern.
Der haut hoffentlich jetzt das ein oder andere Erz raus. Das kann ich nämlich jetzt mal gebrauchen. Irgendwann muss ich dann noch den Reislaut ummähen. Und ich weiß immer noch nicht, was ich mit meinen ganzen Lernpunkten machen soll. Was soll ich mit meinen Lernpunkten machen, Leute? Leute. Was soll ich damit machen? Herr Wache, was willst du? Ich habe das Kraut abgeliefert. Wo sind die 500 Erz, Bursche? Beeil dich besser, sie mir zu bringen. Habe ich dem nicht schon das gesagt? Ich hab doch schon. Ich habe Crawler-Tang für dich. Sehr gut. Nimm einige meiner besten Tränke als Belohnung. Ach, der gibt mir gar kein Erz. Ich habe Eier einer Crawler-Königin gefunden. Ich wusste es. Meine Vision war ein Zeichen. Die Eier ihrer Königin enthalten also das starke Sekret. Ausgezeichnet. Damit kann ich ein Elixier brauen, das uns den Kontakt zum Schläfer ermöglicht. Was ist mit der Belohnung? Ah, ja, richtig. Danke. Ich meine eine handfeste Belohnung. Na gut, na gut. Was willst du? Gib mir Erz. 100! Dieses Erz. Als Zeichen der Dankbarkeit der gesamten Bruderschaft. Wir verarschen 100 Erz, damit kommt ja gar nichts zustande. Wir sehen uns. Möge der Schläfer leuchten. Erstmal abwarten. Doch, jetzt werde ich aber Templer. Jetzt bin ich pisst. Ich glaube nämlich, die Waffe, die ich von ihm bekommen hätte, wäre die gleiche gewesen, die ich jetzt eh schon hab. Also diesen Stein. Stein oder Knochenbrecher? Steinbrecher, glaube ich. Ich hoffe jetzt wenigstens, dass mich Donkey Kong zu den Templern aufnimmt. Erwache. Ich möchte Templer werden. Die Zeit ist gekommen, da du aufgenommen wirst. Du solltest eins wissen. Templer zu sein bedeutet nicht nur gut kämpfen zu können und das Lager zu beschützen. Wir sind die auserwählte Wache des Schläfers, die Hüter des Geistes. Wir nutzen unsere geistige und unsere körperliche Kraft zu gleichen Teilen. Nur ein Mann, dessen Körper und Geist sich in Einklang befinden, kann ein aufrechter Templer sein. Es freut mich, dass du es in so kurzer Zeit geschafft hast, so weit zu kommen. Tatsächlich kurze Zeit. Es waren sogar Ingame, glaube ich, nur 2 Tage. Und vergiss nicht, ein konzentrierter Geist in einem gestählten Körper widersteht jeder Bedrohung. Geh nun zu Gornatot am Übungsplatz. Er wird dir deine neue Rüstung geben. Kannst du meine Stärke und mein Geschick trainieren? Kampfkraft und Wendigkeit sind die Voraussetzung für jeden Kämpfer. Habe ich mal 10 Stärke gelernt. Machen wir auch noch 10 Geschick. Machen wir auch noch 10 Stärke dazu. Erwache. Der heißt Gornatot. Einhänderstufe 2 bin ich aber gar nicht. Ich möchte meine Templerrüstung abholen. Es ist mir eine Freude, dem Mann eine von unseren Rüstungen zu überreichen, der die Eier der Minecrawler gefunden hat. Diese Rüstung soll dich schützen, so wie der Schläfer die Bruderschaft schützt. Ich brauche eine bessere Rüstung. Ich könnte dir eine bessere Rüstung zuteilen. Doch dafür musst du einen großzügigen Beitrag an die Bruderschaft spenden. 2100 Erz, jetzt muss man zum ersten Mal richtig blechen. Wie du meinst. Du weißt, wo du mich findest. Die große kostet 2100. Kannst du mich trainieren? Stärke und Geschicklichkeit sind ebenso wichtig wie die geistige Kraft. Ich
Er kann mir jetzt Einhänder Stufe 2 beibringen. Genug Lernpunkte hätte ich durchaus. Allerdings will ich das eigentlich gar nicht. Ach, schon um einiges besser die Rüstung. Dann hier den Bogen anziehen, auch wenn ich damit nicht umgehen kann. Kann der mir jetzt beibringen was? Nö, nee, nur Geschick und Stärke. So, als Templer-Mitglied kann man auch mal speichern. Aber es gibt doch auch hier allgemeine Informationen. Lehrer im Sumpflager. Ja, solange ich hier sowieso noch keine gescheite Zweihandwaffe habe, lerne ich doch am besten einfach Einhand 2. Ich weiß sowieso gerade nicht hin. Zeig mir, wie ich im Umgang mit Waffen noch besser werden kann. Na gut, die Grundkenntnisse hast du ja schon. Wenn du die Waffe gesenkt hältst, dann kannst du direkt mehr Wucht in deinen ersten Schlag legen. Nutze den Schwung, weißt du noch? Gut, der nächste Schritt ist, dass du deinen Körper mehr einsetzt. Wenn du zweimal geschlagen hast, drehe dich um die eigene Achse, damit überraschst du den Gegner und bist in einer optimalen Position. Dann ziehst du deine Klinge noch einmal quer von rechts nach links. Und wieder von vorne. Vergiss nicht, Übung macht den Meister. Also, geh jetzt und werde ein wahrer Meister des einhändigen Kampfes. Krätle? Was ist denn ein Krätle? Guten Abend! Ja. Erwache! Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Eigentlich möchte ich Erz erwerben. Ich weiß gar nicht so genau, was ich eigentlich machen soll. Ich glaube, ich muss nochmal zu Korkalom. Oh, ein bisschen weit. Erwache! Handeln? Ich brauche 2100 Erz. Das sind die Waffen, die ich zurzeit habe. Das ist ziemlich viel. Oh ja, 1000. Das ist streng geheim. Okay. Rasiermesser, Hammer, Pfeife. Alles verkaufen. Brauche ich sowieso nicht. Streng geheim. So. Na dann. Traue ich mich ja gar nicht, noch weiter nachzufragen. Das 2100 brauche ich. Na. Wenn es noch. So. Wie viel habe ich jetzt und wie viel brauche ich noch? 1000. Ich brauche noch 1000. Kriege ich das hin? Bekomme ich das hin? Durch verschiedene Dinge zu verkaufen. Habe ich da nicht gerade gesehen, dass ich sogar... Nee, ich habe nur Mana-Tränke. Nur Mana-Tränke. Erwache! Entschuldigung. Ja, ich habe einen kleinen Frosch im Hals. Was willst du haben? Oder willst du was verkaufen? Ich will vor allem dein Erz. So, 237. Was verkaufe ich dem jetzt? Nur sein Zeug. Sumpfkraut.
Mana-Tränke habe ich jetzt auch nicht so Verwendung für. Wein brauche ich auch nicht unbedingt. Eine HDMI-Capture-Karte gibt es meines Wissens schon ab 70 Euro. Ab 70 Euro dürfte das sein. Aber bin ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher. Und natürlich, dann, falls du dir da überlegst, eine zuzulegen, auf jeden Fall Testberichte auch dazu lesen, weil ich da, also da möchte ich natürlich nichts Falsches empfehlen. Da gibt es natürlich auch gut, es gibt bestimmt auch gute, günstige, aber ich glaube, desto besser die Qualität sein soll, desto mehr muss man dafür ausgeben. Erwache! Es gibt dann auch welche, wenn man zum Beispiel auch mit Webcam arbeiten will, braucht man zum Beispiel 2 Eingänge, soweit ich weiß. Und ich möchte Schriften über Magie erwerben. Sachen, aber ab. Nee, es war hier die da, ne? Ab 70 Euro, soweit ich weiß. Ich habe mal versucht, eine zu gewinnen in einem Gewinnspiel, aber war leider natürlich nicht gewonnen. Wäre auch zu schön gewesen. Irgendwas, was ich verkaufen könnte, bräuchte ich noch. Hat eine Wii einen HDMI-Ausgang? Oder geht die über... hier, Skat, Kartenspiel. Erwache. Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Da du kein Bruder unserer Gemeinschaft bist, werde ich dich entlohnen. Was eine Lüge ist, weil ich ein Bruder der Gemeinschaft bin. Zeichen meiner Dankbarkeit. Habe ich was abgestaubt? Amulett der Flammen. Ich würde gern gleich die dicke Rüstung haben. Wie bekomme ich jetzt noch 1000 Erz?